Ja, eine wichtige Frage, warum die Unternehmenskasse derzeit so häufig oder so viel nachgefragt wird von Unternehmen. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Die Antwort liegt im Wesentlichen begründet in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Sieht man sich die Bankenseite an, so haben wir hier eine sehr restriktive Kreditpolitik. Auch bei sehr viel Liquidität wird das Erhalten von Darlehen immer schwieriger. Kreditrestriktionen, Darlehenszinsen, Sicherheiten werden immer zum Nachteil der Kunden verlängert und es wird immer schwieriger werden für mittelständische Unternehmen überhaupt Darlehen zu erhalten bzw. auch Darlehen verlängert zu halten. Ein zweiter Grund ist in Unternehmen selbst. Unternehmer haben ein wichtiges strategisches Ziel, nämlich Mitarbeiterbindung, Fach- und Führungskräftegewinnung. Das wird in Zeiten der Fachkräfteknappheit immer wichtiger werden. Unternehmer haben auch das Ziel, die Krisensicherheit und Krisenfestigkeit im Unternehmen zu erhöhen. Auch das ist für Unternehmen sehr wichtig. Schaut man sich die Versicherungsseite an und die klassische Absicherung durch betriebliche Alterssorgen mittels Versicherungslösungen, so hat man hier sehr niedrige, sehr negative Verzinsungen. Man braucht bloß den letzten Ökotest anschauen. Versicherungen der betrieblichen Alterssorgen teilweise negative Renditen mit minus 1,46 mit minus 1,68%, selbst wenn der Versicherte das 85. Lebensjahr erreicht. Und ähnliche Dinge sind angesichts der Kostenstruktur sehr uninteressant für den Anleger. Und der Hauptgrund, Versicherungen legen eben im Wesentlichen in Staatspapieren an. Deutsche Staatspapiere bringen kaum Renditen. Es ist fast zwangsläufig notwendig, dass auch ausländische, höher verzinsliche und damit auch risikoreichere Staatspapiere dazu gestreut werden. Das sind einmal die Rahmenbedingungen, aus dem geben sich die strategischen Ziele, sei es einmal Bankenunabhängigkeit, andere Liquiditätszuflüsse, Liquiditätsgewinnung, Liquiditätsreserven. Das wird natürlich idealtypisch durch die pauschalodierte Unterstützungskasse erreicht, nämlich durch zwei Wegen. Der Mitarbeiter lässt das Geld im Unternehmen, der Unternehmer sagt ihm dafür einen geringen Zins zu, sage ich 2,5%, was deutlich höher ist als Versicherungsleistungen, dann ist es aus Unternehmersicht ein sehr günstiges, ein billiges Geld und ist natürlich ein sehr langfristiges Geld. Durch die erheblichen Zuflüsse aus der Entgeltumwandlung werden da natürlich Liquiditätsreserven gebildet und sukzessive können Bankdarlehen abgelöst werden oder schlichtweg Liquiditätsreserven aufgebaut werden, die im Gegensatz zur Versicherung, an die das Geld unwiederbringlich, unrückholbar, unbeleihbar überwiesen wird, kann man diese Reserven auch wieder ran. Das Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung, das ist ganz einfach gelöst durch die hohe Effizienz. Einfach wenn wir hergehen und 100% verzinsen mit 2,5%, kommen hier Leistungen zustande, Renten, die, sage ich locker, das Doppelte sind als bei der Versicherung, bei der nur, wie man es auch in Plus-Minus-Berichten gesehen hat, nur so um die 70% überhaupt in die Verzinsung gehen, dann 1,75% und wie es vor kurzem auch in einer Studie zu lesen war, zwischen 14,5 bis 20 Jahren erst einmal die eingezahlten Beiträge erreicht werden, also vorher sind die Renditen sowieso negativ. Also auch durch die hohe Effizienz können hier natürlich Effekte erreicht werden, die man mit Lebensversicherungen oder auch privat überhaupt nicht erreichen kann. Ja, und die Krisenfestigkeit, die ist einfach dadurch erreicht, wenn die Liquidität im Unternehmen bleibt, wenn die Liquidität gebunden ist, wenn Liquidität nicht abfließt, wenn sich hier wirklich Substanz im Unternehmen bildet, langfristige Substanz, die auch in Sachwerten angelegt ist, in Realwerten, ob im eigenen Unternehmen durch Wachstum oder Expansion oder auch fremd am Kapitalmarkt wiederum in Sachwerten, dann ist es natürlich ein erheblicher Baustein, um die Unternehmenssicherheit, die Krisenfestigkeit darzustellen. Das sind aus meiner Sicht die wesentlichen Punkte, warum sich so viele Unternehmer in den letzten Jahren mit der Unternehmenskasse beschäftigen und solche Lösungen schlichtweg suchen, um hier relativ interessante betriebswirtschaftliche Effekte zu erzielen. Unabhängig, ob das jetzt ein Unternehmen ist mit 10, 15 oder 20 oder ein Unternehmen in 3- oder 4-stelliger oder gar 5-stelliger Mitarbeiterzahl, wie es auch die letzten Monate schlichtweg der Fall war. Danke Ihnen.